Mit Metta, Herzensgüte und Mitgefühl durch die Tonglen-Praxis in das Wochenende. 5 Schritte, Motivation entwickeln und dafür auch geistigen Schutz erbeten. Dann in diesem Fall jetzt noch einmal genauer nachschauen, worauf wir uns in dieser Sitzung ausrichten möchten. Auf uns selber als Selbstmitgefühlsübung, auf jemand anderen, auf mehrere andere, eine Situation in der Welt. Dann üben wir eine Phase einfach stilles Sitzen, Achtsamkeit auf den Körper, die Atmung, wache Präsenz entfalten. Dann kommt die Metta-Meditation, Herzenswärme entwickeln mit einem geeigneten Zugang dazu. Und dann die Tonglen-Praxis, eine Mitgefühlsübung des Annehmens und Aussendens, dann die Auflösung und die Widmung. Wir erkennen die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen, um wache Präsenz, Metta-Herzenswärme und Mitgefühl mit der Tonglen-Meditation zu kultivieren. Dabei wollen wir so geistesgegenwärtig wie nur möglich sein, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer und mitfühlender sein zu können. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen. Durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen, zu besänftigen, anzuerkennen und die Kräfte der Herzenswärme und des Mitgefühls zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Vielleicht hören wir mal nach innen hinein, ob es eine ganz persönliche Motivation gibt, jetzt hier zu sitzen und diese im Kern doch Metta, Herzenswärme und Mitgefühlsübung zu praktizieren. Warum sitze ich hier? Worauf möchte ich mich ausrichten? Um was oder wen geht es mir heute? Und dann können wir um geistigen Schutz für unsere Übung bitten. Hier lesen wir eine buddhistische Zufluchtsformel übersetzt, aber wir könnten währenddessen auch auf unsere Weise um geistigen Schutz für unsere Praxis bitten, um Segen für unsere Bemühungen um mehr Herzensgüte und Mitgefühl in uns und in der Welt. Bis zum Erwachen nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita möge ich zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Vielleicht würden wir am liebsten absichtslos meditieren, nicht uns irgendwie zu sehr ausrichten auf ein Ziel, eine bestimmte Qualität. Aber wenn wir Metta und Mitgefühl üben wollen, benötigen wir durchaus eine Motivation, wobei wir dann während der eigentlichen Praxis sehr entspannt und dann fast absichtslos üben könnten. Wir bereiten uns auch vor auf die eigentliche Metta-Praxis und Tonglen-Praxis, indem wir jetzt erst einmal stilles Sitzen üben für eine Weile.
Nehmen wir unseren Meditationsplatz, an dem wir sitzen, ganz bewusst ein und verankern uns tief in ihm. Bis wir merken, wir sitzen wirklich ganz fest verwurzelt. Der Körper ist aufgerichtet, so wie es uns möglich ist. Der Körper richtet sich von unten nach oben noch ein bisschen mehr auf und vor allem steigt die Bewusstheit, die Achtsamkeit auf im Körper. Wodurch sich der Körper auch geweitet und geräumiger anfühlen kann. Vielleicht bemerken wir auch dieses kleine Wunder, was immer geschieht, wenn man die Achtsamkeit in den Körper bringt. Der Körper erscheint uns nicht als diese Masse von Substanzen, sondern als Körperraum, wenn wir ihn betrachten oder mit Achtsamkeit anfüllen. Die Achtsamkeit schafft Raum im Körper. Und so können wir unser aufgerichtetes Sitzen als eine ganz ruhige Form mit viel Raum im Inhalt wie auch um den Körper herum bemerken oder wahrnehmen. Das ist geistiger Raum. Wir entspannen auch in dieser Position, lassen nicht notwendige Spannungen abfließen, aus den Schultern, aus dem Rücken, aus den Armen, den Händen und Fingern. Aus den Gesichtszügen. Und dann bemerken wir, dass dieser Körper atmet, dass da immer noch Bewegung ist, eine ganz elastische Bewegung, die wir ganz natürlich zulassen oder lassen, wie sie ist. Und schauen wir, dass wir, wenn wir so in Stille sitzen, eher munterer als müder werden. Vielleicht sind wir noch etwas müde, dann merken wir das.
Aber die Haltung und unsere Achtsamkeit darf uns eher wecken als ermüden. Lassen wir die Sinnestore offen, vielleicht sogar die Augen, wenn das geht. Zumindest blicken wir wach gegen die Augenlider, nicht wie zum Schlaf. Das ist immer ein heikler Punkt bei der Sitzmeditation. Wenn wir die Augen schließen, das haben wir schon tausende Mal getan in unserem Leben, um einzuschlafen. Das Gehirn kennt diesen Reflex, Augen zu, Schlaf. Aber das ist nicht das, was wir bei der Sitzpraxis benötigen. Und gerade diesen Einschlafreflex versuchen wir umzukehren oder aufzuhalten. Wach werden im Sitzen, munter werden. Sitzen wir noch ein paar Minuten einfach so, ohne weitere Anleitung zu hören, bis wir merken, wir sind so ganz da, ganz präsent, bereit, dann auch mehr Herzensgüte und Mitgefühl zu entfalten in dem offenen Raum unserer Anwesenheit.
Mitte der Sitzung. Wir können uns mal etwas lockern, sodass wir dann noch mal etwa 20 Minuten sitzen können. Jetzt kommen wir zur Metta-Meditation, zur Herzenswärme-Praxis. Wir wissen, es gibt verschiedene Zugänge dazu. Metta-Sätze, Visualisationen, mal das Herz mit der Hand berühren. Diejenigen, die das schon oft geübt haben oder gewohnt sind, Metta-Meditation zu praktizieren, praktizieren es bitte so, wie sie es am liebsten üben oder wie sie es jetzt gerne üben würden. Ich werde eine leichte Anleitung zu einer Visualisation kurz vorsprechen. Schaut mal, ob die dann für euch passt oder auch für jene, die nicht so sehr gewohnt sind, Metta zu üben. Wichtig ist, dass wir uns vergewissern, dass wir eine Fähigkeit in uns tragen, mehr Herzensgüte zu entfalten und auch die Widerstände dagegen, die Emotionen, die anderen Gemütszustände, die unsere Freundlichkeit und Güte behindern, gerne überwinden wollen. Wir üben Herzensgüte, Freundlichkeit, weil wir oft nicht so freundlich sind mit uns und mit anderen. Man mag die Hand aufs Herz legen oder nicht. Wesentlich ist, dass man mit dem Geist, mit der Achtsamkeit irgendwie in den Herzbereich hineinschaut, hineingeht. Dass wir uns mit unserem Geist, mit unserer Praxis irgendwie in der Mitte des Oberkörpers verankern. Nicht so sehr im Kopf, auch nicht weiter unten im Bauch, sondern hier eher im Herzbereich, in der Mitte. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Dann können wir uns die Anwesenheit unseres Potenzials für Freundlichkeit, Herzensgüte, Bodhicitta, Herzgeist des Erwachens, eben hier vorstellen, wie ja, eine Lampe oder das Leuchtmittel in einer Lampe, eine Flamme oder eine Lichtquelle, die Wärme und Licht ausstrahlt und unseren Körper und Innenraum von innen heraus wärmt und ausleuchtet. Sammeln wir bitte nochmal unsere Aufmerksamkeit auf diesen Herzbereich und schauen mal, was wir uns hier genau vorstellen können, was wir hier visualisieren, als Herzenskraftquelle. Dann füllt das, was da ausstrahlt oder ausgeht, das können auch eben freundliche Gedanken, Metta-Wünsche sein, füllt zunächst unseren eigenen Innenraum, den ganzen Körperinnenraum aus.
Und falls wir einfach Metta für uns selber üben möchten, können wir es so sehen, dass diese Metta-Herzenswärme all das, was für uns schwierig ist, leidvoll ist, auch unsere schwierigen Gedanken und Emotionen mit Freundlichkeit und Güte betrachtet und vielleicht auch etwas gelöst werden. Und wenn wir dann an andere denken möchten, Metta für andere üben, dann können wir uns vorstellen, wie das ausstrahlt, wie es nicht nur für uns behalten können, wie es hinwirkt zu anderen. Sitzen wir damit mal etwa 5 Minuten in Stille.
Der Übergang von der Metta-Praxis zur Mitgefühlsübung, Tonglen. Es macht dann Sinn, Tonglen zu üben, wenn etwas in uns erkennt, wenn die, vielleicht die Liebe, wenn Metta in uns erkennt, dass es da entweder jetzt bei uns oder in Bezug auf andere oder bei anderen etwas gibt, was der Zuwendung des Mitgefühls bedarf, also etwas Unerwünschtes, Schwieriges, Schlimmes, Leidvolles, sodass aus Freundlichkeit, Metta, Mitgefühl, Empathie im Sinne von Einfühlungsvermögen, aber auch die Kraft des Mitgefühls werden kann. Schauen wir mal, ob wir uns auf etwas ausrichten können oder auf jemanden, auf andere, eine Situation in der Welt, von der die Liebe jetzt in uns erkennt, dass sie der Zuwendung und des Mitgefühls bedarf. Und verankern wir jetzt unsere Achtsamkeit nochmal ganz entschlossen in diesem Metta-Herzen, in der Herzenskraftquelle. Und schauen aus dieser heraus mit den Augen der Güte, wenn es geht. Das nehmen wir uns vor, das können wir uns vorstellen. Als würden wir durch ein Metta-Herzensfenster schauen. Auf das, worum es jetzt geht. Und dann stellen wir eine Atembrücke her, die aus diesem Metta-Herz heraus kommt, von diesem ausgeht, dorthin eine Brücke, eine Verbindung, dorthin, wo jetzt Metta und dann eben auch Mitgefühl benötigt wird. Wir schauen die Stelle oder den Bereich in uns selbst an, den wir als Metta-bedürftig, liebesbedürftig, des Mitgefühls bedürftig erkennen. Oder wir schauen zu anderen hin und stellen diese Verbindung her, über die wir nun ein- und ausatmen. Der Atem geht aus unserem gütigen Herzen aus, von diesem aus, dorthin, wohin wir jetzt unsere mitfühlende Achtsamkeit hin ausrichten. Dann sagen wir uns jeweils beim Einatmen, dass das, was wir dort als ja, schwierig, unerwünscht, leidvoll erkennen, uns näher kommt, unserer Herzensachtsamkeit näher kommt. Wir atmen es geradezu in Richtung des Metta-Herzens ein. Das wird dadurch noch einmal geweckt, all seine Wärme, sein Licht, seine Güte zu zeigen. Das atmen wir aus, dorthin, wo es benötigt wird. Wir stellen also eine Verbindung her zu dem schwierigen, leidvollen. Die Achtsamkeit bleibt aber fest im eigenen Metta-Herzraum verankert, im Bodhicitta. Wir nehmen die Perspektive der Güte, der Liebe ein. Das macht uns vielleicht etwas mutiger, das Schwierige, das Schlimme
anzuschauen und uns einatmend näher zu bringen, uns ganz damit zu verbinden, uns nicht mehr davon getrennt zu sehen. Selbst wenn es um andere geht, kann eine große Nähe auf diese Weise vergegenwärtigt werden. In gewisser Weise wird das Leid der anderen zu unserem Leid, aber so, dass wir gleichzeitig all unsere Herzenskräfte aktivieren und diese anbieten, sodass wir zu dem Wesen werden können, die in dieser Verbindung das Mitgefühl generiert. Atmen wir ein paar Mal einfach so im Tonglen-Sinn ein und aus. Falls es zu schwierig wird oder sich schwierig anfühlt, wir Angst vor dieser Nähe bekommen, verankern wir uns nochmal ganz tief in unserem Sitz, in unserer Aufrichtung, in der Entspannung. Lassen wirklich diese Herzenskraftquelle uns ganz klar und deutlich werden. Betonen dann vielleicht auch das Ausstrahlen etwas mehr als das Annehmen. Also praktizieren wir etwas offensiver, nicht zu defensiv. Schauen wir mal, ob das geht. Aber wir brauchen uns auch nicht zu überfordern, sondern eigentlich nur sanfter zu werden. Weil da Leid ist, kann da auch Liebe sein. Die klassische Anleitung sagt, atme dunkles, rauchiges, schweres ein. Das Metta-Herz löst diese Dunkelheit und Schwere auf. Was du ausatmest, ist hell, leuchtend und klar. Vielleicht sogar regenbogenfarbig bunt. Das heißt sogar, man soll sich freuen, während man Tonglen übt, auch wenn man Leiden betrachtet, aber es ist natürlich keine Schadenfreude, sondern die Freude der Möglichkeit, Leid aufzulösen und zu verwandeln, selbst wenn wir wissen, dass das nicht so einfach ist und nicht gleich geschieht. Es ist auch schon wieder Zeit, unsere Morgenmeditation zu einem guten Abschluss zu bringen. Meistens genügt es auch, Tonglen einfach 5 oder 10 Minuten lang zu üben. Nur ein paar Atemzüge. Dann wieder zu entspannen, uns aus der Praxis zu lösen. Die Bilder und Vorstellungen, die mit der Vergegenwärtigung vielleicht auch von schwierigen Themen
einhergingen, wieder aufzulösen und quasi auch davon jetzt wieder zu entfernen, wohl wissend, dass diese Themen irgendwie da sind und da bleiben werden. Und indem wir drei Töne von der Klangschale hören, verweilen wir noch etwas in dieser Auflösung, losgelöst. Vielleicht mit Wertschätzung für all das, was wir praktiziert haben, was uns begegnet ist in unserer Übung. Und danach richten wir uns aus auf die Widmung und gute Wünsche. Wir widmen alle unsere Bemühungen, unsere Übung in Achtsamkeit, wacher Präsenz, Herzenswärme und Mitgefühl dem Wohlergehen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erkennen, wertschätzen und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden. Mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und körperlichen Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.